herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige von Ubelinio aus dem SCS-Forum seinen Kelsa Lightbar für den Actros MP3 und für den MP4. Und das wollen wir uns heute mal angucken, was wir hier alles inklusiv haben. Also wir gehen natürlich oben auf den Amber-Punkt oben von den Lampenbügeln und dann könnt ihr hier schon die Highbars sehen. Ne? Also hier mit diversen Slots, natürlich auch lackiert. Wir gehen jetzt mal in der roten Version rein, hier, dann sieht man es ein bisschen besser. Ne? Einmal Chrom und einmal dann in Wagenfarbe. Gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten hier, war natürlich auch hier hinten wieder am Heck. Gibt es natürlich auch wieder diverse Möglichkeiten, sich hier einzudecken. Ne? Mit sämtlichen Lampenbügeln. Ne? Wir nehmen natürlich die High-End-Variante, das ist in dem Fall das hier. Da haben wir hier hinten praktisch, müssen wir mal gucken, was wir alles für Amber-Punkte haben. Wir haben hier natürlich wieder, stopp, ist der falsche, hier haben wir auch nochmal einen. Haben hier natürlich noch diverse Lämpchen. Ich muss mal gucken, ob hier noch was mit, das ist ein Nameboard. Das ist hier noch mit inklusive, ansonsten haben wir hier natürlich keine Lampen. Ich muss mal hier, kann man nicht weiter ranzoomen, ne? Das geht hier gar nicht richtig. Da machen wir hier noch eins hin, da noch und hier noch, das reicht schon. Und vorne können wir dann hier theoretisch sowas hinmachen. Und hier haben wir dann noch diese sogenannten Nameboard. Das sieht dann so aus. Für den MP4 gibt es natürlich dann auch, klar, muss halt dann dementsprechend angepasst werden. Ansonsten könnte ich hier natürlich auch eine andere Lichtbox hinbauen. Geht natürlich ganz genauso. Also, vorausgesetzt, ihr habt eine. Ansonsten in der Beschreibung findet ihr eins. Das ist die von PowerASCII und dann könnt ihr die hier auch ganz gut nutzen. So, das ist zu breit. Dann machen wir das hier. Dann sieht es auch ganz schick aus. Hier natürlich oben mit den Slots ganz cool. Kann man dann dementsprechend hier noch ein paar Tröten drauf tröten und dann sieht es wirklich echt genial aus. Hier vielleicht noch eine Rundumleuchte drauf, wenn wir schon gerade mal so dabei sind. Hier so, wie auch immer. Dann sieht es echt cool aus, ne? Ansonsten geht es dann auch gleich weiter. Wir haben dann hier natürlich in der Mitte die Frontschutzbügel. Gibt es auch verschiedene Varianten. Finde ich auch ganz cool. Wir werden uns die alle ein bisschen mal genauer anschauen später dann. Wir nehmen jetzt hier mal die lackierte. Bleiben wir mal bei der. Die sieht natürlich auch ganz cool aus hier. Die nutzen wir natürlich auch. Wir schauen uns den Mod natürlich dann auch im Nachtmodus an. Ganz klar. Und schöpfen hier natürlich alles aus, was wir hier zur Verfügung haben. Ne? Ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig, um dann sehen zu können, wie es aussieht. Unterer Schutz oder unterer Schutzbügel, gibt er hier. Habt ihr natürlich auch die lange Variante und eine kurze. Wir nehmen natürlich die lange, weil die natürlich besser aussieht. So, gehen wir hier auch wieder rüber. Oh, es war nichts. Da ist es. Also es wird jetzt ein bisschen längerer Mod, beziehungsweise längere Vorstellung, da wir den MP4 auch noch haben. Ne? Das darf man jetzt hier nicht vergessen. So, dann gehen wir hier wieder hin, gucken wir mal, was haben wir denn hier noch. Warte mal, können wir gleich mal hier diese Punkte hier schauen. Ja, die passen wie eine 1. Die findet ihr auch in der Beschreibung, falls ihr hier da was braucht oder benötigt. So, und so, schauen wir mal schnell. Ja, diese Amber-Punkte stimmen nicht ganz hier, da muss ich nochmal gucken. Die sind also falsch hier, dann muss man die hier nehmen. Sehe ich das richtig oder falsch? Ne, die sind auch ziemlich weit unten. Was auch immer das jetzt hier für Amber-Punkte sind, aber ist egal. Es geht erstmal so rum, da sieht auch schon mal ganz gut aus. Hier an der Seite, klar, Verkleidung. Dann hat man hier unten auch noch die Möglichkeit hier, ne? Auch wieder lackierte Variante oder halt dann Chrom. Wie man das halt gern haben möchte. Wir sind hier übrigens in der Version 1.0. Das heißt, da wird bestimmt noch was Neues hinzukommen. Ich finde es auf alle Fälle schon mal so, wie wir es jetzt hier haben, schon mal nicht schlecht, vor allem mit den oberen Amber-Punkten hier. So. Machen wir hier noch was drauf. So und so. Und dann sieht es schon mal ganz cool aus. So, jetzt sind wir hier nochmal kurz draußen am Tag sozusagen. Da sieht man hier nochmal die Amberteile recht gut. Und natürlich hinten auch am Heck. Hier oben. Sieht alles ganz hübsch aus. Und das schauen wir uns jetzt gleich an, wenn es schön dunkel ist. Ne?
So, jetzt sind wir hier bei unserem Lichttest beim MP3. Machen wir, das ist unser Standlicht jetzt hier. Und hier jetzt mit unserem normalen Licht. Oder oben die falsche Lampe angebaut. Egal. Ist nicht so schlimm. Auf alle Fälle sieht es schon mal ganz cool aus hier. Jetzt auch von hinten mal. Oben diese Scheinwerfer oben dran. Die machen schön Licht. Da sieht doch der MP3 schon mal viel besser aus. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns dann gleich mal den MP4 an, wie oder was wir da alles für Möglichkeiten haben. So, kommen wir nun zum Actros MP4. Da schauen wir mal ganz kurz jetzt hier mal beim Stream Space. Das sieht jetzt hier so aus. Hier noch Visorbar, Highbar und hier nochmal ein Highbar. Ne? Und dann hat man das hier eigentlich auch schon hier in dieser Variante. Ne? Schauen wir, wie es dann beim Big Space aussieht. Ah, da haben wir schon ein bisschen mehr Anbaupunkte. Kann man schon gut erkennen hier. Das ist dann auch hier hinten mit diesem Backbar mit dabei. Da hat man schon ein bisschen mehr. Und dann beim Gigaspace, dann schauen wir das natürlich auch noch. Hier ist im Prinzip ganz das Gleiche. Ne? Einmal lackiert oder halt dann Chrom. Das heißt ja folgendermaßen: Wir bauen hier uns ein paar Lämpchen hin, um das natürlich wieder schön leuchten zu lassen. Hier bauen wir dann wieder, na, da, zack, so eine Lampe ran. Für die Rückfahrkamera, dann haben wir hier an der Seite auch noch kleine Lampen. Das sieht auch ganz schick aus. Hier haben wir dann noch die Punkte für Tröten, wenn man sie möchte. Muss man natürlich nicht. Kann man, muss man nicht. Aber die passen hier nicht ganz von der Höhe. Mal schauen, ob die denn besser sind. Ah, die passen auch nicht ganz. Dann gucken wir die mal an der Seite. Hier haben wir auch noch welche. Ja, die haben wir alles da hier. Wo sind sie denn hin jetzt? Na, da. Also hier würden sie hinpassen. Zwar nicht zu 100%, aber das passt schon. Drücken wir mal ein Auge zudrücken. Dann haben wir hier den Anbaupunkt für die. Wo ist er denn nochmal hin? Hier für dieses Nameboard. Das ist für den MP3, das ist für den MP4. Kann man aber auch dementsprechend sagen, ich baue mir hier meine Lichtbox hin. Die passt zwar hier nicht zu 100%, da kann man sie vielleicht hier hinbauen. Geht natürlich auch. Das kann man sich dann dementsprechend raussuchen, wie man das halt gern haben möchte. Ich mache das jetzt mal so. Die findet ihr, wie schon gesagt, unten in der Beschreibung. Dann lassen wir das mal so. Hier bauen wir noch mal gucken, ob hier sogar noch ein paar Anbaupunkte hinpassen. Wo sind wir denn hier? Zack. Ah, die sieht man aber da nicht ganz, ne? Dann lassen wir sie mal weg. Hier vielleicht noch eine und da. Das passt. Hier bauen wir dann noch ein paar Lampen hin. Die da. Ist ja nur zum Testen hier. Aber das könnt ihr dann selber entscheiden. So. Dann bauen wir hier noch dieses Nameboard hin. Das passt sogar rein. Die ist dann bestimmt auch, ist bestimmt auch skinfähig. Könnt ihr euch dann dementsprechend auch nur umskinnen. Hier in der Mitte haben wir dann noch den Frontschutzbügel. Gibt es dann auch verschieden wieder. In großer Variante. Und dann die Multibar. Müsst ihr euch dann dementsprechend auch raussuchen, das, was ihr euch halt vorstellt oder wünscht. So. Ich mache das jetzt mal so. Dann machen wir hier noch ein paar Lampen rein. Wenn dann schon richtig, haben wir ja gesagt. So, die NBB-Lampen haben wir unten rein. Na. So. Jetzt ist sie wieder weg, so ein Käse. Wo sind sie denn? Da sind sie. Dann unten diesen Kühlerschutz. Die Airbar, die ist jetzt praktisch für hinten, ne? Die ist hier. Das sieht schon mal ganz cool aus. Schade, dass es nicht funktioniert mit vorne und hinten in Kombination. Ah, doch, hier ist er mal. Ah, okay. Hier haben wir es. Erst gucken, dann meckern. Auch in der langen Version gibt es dann hier auch. Das sieht doch schon mal ganz cool aus hier. Das heißt, jetzt können wir praktisch vorne und hinten tunen. Das heißt, einmal hier, dann einmal hier. Oh, das ist ein bisschen mehr Arbeit jetzt hier. Aber es ist ganz cool, dass hier die Möglichkeit überhaupt besteht.
steht da und dort. Hier bauen wir damit irgendwelche Lampen ran. So, so und so. Könnt ihr natürlich auch wieder variieren. Hier sind sogar Plätze für Mudflaps, aber ich habe jetzt hier kein passendes da. Ich hätte mich eins vom Scania da und das passt jetzt hier nicht, deshalb lassen wir das weg. Hier hinten muss man gucken, ich habe natürlich keine roten Lampen da. Also nehmen wir jetzt hier einfach ganz normale Orange, ja, was wurscht ist. Was egal ist. So. Hier machen wir auch noch welche rein. Und dann ist auch schon gut, weil diese Lampen für den Rückwärtsgang habe ich hier nicht hinterlegt. Genau. Seitenverkleidung. Schwupp. Haben wir hier. Aber wir haben hier, jetzt müssen wir schnell schauen mit Auspuff. Aha, okay, dann haben wir dann hier noch die Variante. Kälteeimer Chrom und lackiert wieder. Da werden wir nochmal eine Wagenfarbe ändern, dass man das besser sieht. So, auf der anderen Seite gehen genauso. Zack. Oh, sauber. Da ist er. Zack. Das ist aber eine Klickerei. Aber es hilft ja nichts. Sonst haben wir kein Endergebnis hier. So. Aber sieht doch schon mal ganz gut aus hier. So, jetzt haben wir schon soweit geschafft. Jetzt sind wir hier auch ja, jetzt hier draußen im Spiel. Jetzt können wir hier das nochmal genauer anschauen, dass man hier das nochmal so sieht, am helllichten Tage, was wir hier für Möglichkeiten haben. Sieht auf alle Fälle sehr, sehr gut aus, der Actros. Den schauen wir uns jetzt natürlich noch an, wenn es dunkel ist, logisch. Auf alle Fälle sehr schön, da alles in Chrom ist oder in Wagenfarbe, wie man es halt dann gern möchte oder sich vorstellt. So, hier im erneuten Lichttest beim MP4 diesmal. Auch cool, dieses Nameboard leuchtet natürlich auch, das ist ganz klar. Sieht auch dementsprechend ganz schick aus. In voller Beleuchtung macht er wirklich was her jetzt hier. Sehr schick. Hinten auch mal das Heck. Auch diese Backbar ist ganz cool. Da sind ja übrigens die Trailerkabel dran, die natürlich animiert sind. Ist auch ganz wichtig, mal zu erwähnen. Auf alle Fälle sehr, sehr schöne Arbeit hier. Also nochmal kurz zur Zusammenfassung. Wir haben für den Actros MP3 und für den MP4 jetzt diese Kelzer Lightbar. Leitbars, nennen wir es ja so, also Mehrzahl. Für hinten, für vorne, für oben mit separaten Anbaupunkten, mit Slots, dass man sich den schön zurechttunen kann, wie man sich das vorstellt. Entweder Kundschaft, sage ich schon, entweder Wagenfarbe oder Chrom, auch ganz cool. Kann man sich dann dementsprechend aussuchen. Diese Rückstrahler sind natürlich inklusive. Trailerkabel, wie ihr jetzt hier sehen könnt, sind natürlich animiert, auch sehr schön. Und ansonsten gibt es hier nicht mehr hinzuzufügen, außer dass es einfach echt cooler kleiner Mod ist. Ne? Falls ihr Fragen dazu habt, einfach kommentieren oder dann im SCS-Forum nachfragen. Link in der Beschreibung, ganz klar. Lasst einen fetten Daumen dafür da, da es gleich zwei LKWs sind. Ihr hättet es auch getrennt machen können, aber ihr habt es zusammengepackt, finde ich ganz cool. Dann hat man jetzt hier gleich mehr Möglichkeiten. In diesem Sinn, viel Spaß damit, lasst einen Daumen da und allzu gute Fahrt. Ciao.